Ich liebe die Weihnachtszeit. Es ist super, wie da alles runterfällt. Handy abdrehen, E-Mail abdrehen, Facebook abdrehen, Twitter, Fasten. Eine sehr clevere Eskalationskette, dass man mich trotzdem erreichen kann, falls die Republik zusammenbricht, was weder an mir liegen wird, noch stattfinden wird in der Regel. Das tut gut und ich merke dann auch immer, dass plötzlich Platz wird natürlich für anderes, für Familie, für Seele baumeln lassen, für die Muster, die mich packt. Also ich merke dann immer, dass ich ins Schreiben komme. Mit den Kindern herumbalgen im Schnee, weiße Weihnachten hat was, natürlich, Skifahren. Könnte sich auch die nächsten Tage noch ausgehen. Entspannen, chillen. Für uns ist das immer eine Österreich-Rallye, ein bisschen eine gemächliche. Also wir schauen vorbei bei der Oma in Salzburg, bei der Oma in Vorarlberg. Die Opas sind ja leider verstorben, beide schon. Dann auch bei den Tanten und auch zu Hause in Wien ruhiger treten, spazieren, Eislaufen. Alles, was sonst irgendwie sich nicht so ergibt zeitlich. Ich wünsche dir zu Weihnachten, zu Neujahr, dass du Gelegenheit findest, das Werk ein bisschen runterzuschalten, mit Familie, mit Freunden Zeit zu verbringen, dich liebevoll um dich selbst zu kümmern. Das ist eine große Aufgabe für uns, das ganze Jahr hindurch auch liebevoll den einen oder anderen Neujahrsvorsatz zu fassen und diesen dann auch schon anzuplanen. Also wir müssen ihn schon auch in Zeit und Raum binden, den Vorsatz, sonst findet er ja nicht statt in der Regel. Jeder Neuanfang ist ein Zauber, so erlebe ich jedes neue Jahr auch immer wieder. Einmal zurückschauen, was war gut, wo hat es mich zwickt, was war nicht so klasse. Und was bringt das neue Jahr an Chancen, an Möglichkeiten, auch an Herausforderungen, an Problemen? Jedes Problem ist eine verkleidete Möglichkeit. Also es bleibt spannend. Alles Gute für 2018. Boah, wie ist es mit diesem Rauchen? Vorausgeschickt, ich rauche selber ab und zu Zigaretten. Meine Kinder sind immer völlig irritiert.